Hallo und moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mir mal wieder einen Sportler eingeladen, einen sehr erfolgreichen. Und der hatte noch ein bisschen Anfahrtweg, aber trotzdem hat er gesagt, ich komme gerne zu dir, Gerd. Und jetzt sitzt er neben mir, der Name wird Ihnen eine Menge sagen, Klaus Tomforde. Klaus, herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich, dass du zu mir gekommen bist. Du bist ja jetzt gerade im Moment in so einem Umbruch. Als neuer DFB-Trainer, herzlichen Glückwunsch dazu. Und hast du jetzt im Moment sicherlich auch ein bisschen Zeit? Ist jetzt so Urlaubszeit beim DFB? Oder? Ja, das ist so, nach der Saison ist dann immer auch weniger zu tun, wenn die Vorbereitung läuft in den Vereinen. Dann haben wir weniger Möglichkeiten, dann uns Training anzuschauen oder Spieler anzuschauen. Von daher ist jetzt die Zeit sehr gut, um sowas mal zu machen. Ja, dann passt das ja Gott sei Dank ganz gut. Ne? Ja. Wir müssen leider immer wieder über Corona sprechen. Hast du da irgendwie in irgendeiner Form leiden müssen drunter? Ja, auch ich, auch meine Familie musste darunter leiden. Zum einen hatten wir eine Infektion 2020, bevor das mit den ganzen Impfungen dann auch rauskam, hatten wir uns angesteckt und wir hatten dann alle viel zu tun, also meine drei großen Jungs und so miteinander in der Zeit gerade, das war irgendwie zufällig und ja, und dann hatten wir uns angesteckt und auch ich hatte es dann ein bisschen härter und musste 14 Tage dann halt das Bett hüten und hatte 39 Grad Fieber und das eigentlich das Beste war dann, dass ich 7 Kilo abgenommen habe. Oh, ja, das ist dann ein kleiner Erfolg dabei, ne? Kleiner Erfolg, ja. Aber sind denn 14 Tage, ist heute nicht mehr, ne? War das damals dann tatsächlich so lange? Ja, also ich hatte es am schlimmsten von unserer Familie und hatte dann halt 39 Fieber über 14 Tage und konnte dann halt nichts essen, habe halt nur getrunken und ein bisschen Zwieback und was dann halt so möglich ist, um auf den Beinen zu bleiben. So, ne? Und dann habe ich streng das Bett gehütet und ja, und dann wurde es besser. Und ich hatte zum Glück einen guten Hausarzt, Dr. Kröger, der mir dann so ein gutes Atemspray dann verordnet hatte. Und nachdem ich das Atemspray bekommen habe, war dann auch die Lunge frei und ich hatte dann auch keine Probleme, dann eben schlimmer zu erkranken. Und das war eigentlich die größte Angst dann auch. Also Corona und gleichzeitig Diätkur. Ja. Nicht schlecht. Im Nachgang kann man auch drüber lachen, obwohl... Ja. Aber ist es in der Zeit hat man doch ein mulmiges Gefühl, weil man immer damit rechnet, dass es dann jetzt möglicherweise schlimmer wird und dass man möglicherweise im Krankenhaus landet und dergleichen. Also ja, wenn einem das so hart trifft, dann glaube ich, dann ist die Gefahr schon da, dass man das, oh Gott, wer weiß, was da noch daraus entstehen kann. Ne? Ganz genau. Wir fangen mal von vorne an. 1.12.62 in Bremervörde geboren. Ja. Bremervörde Minnstedt, genau. Bremervörde im Krankenhaus dann. Und vor Ort habe ich dann meine Jugend verbracht. Dann hast du ja praktisch, bist du ja auch am Wasser geboren, ne? An der Oste. Das ist ein Fluss, ja. Ja, genau. Ja, wunderbar. Hast du irgendwelche besonderen Dinge gemacht in deiner Jugend, außer Fußball, kann ich mir vorstellen. Gab es noch was oder war das einzige Ziel, Fußball? Naja, auf dem Dorf ist es so, dass du dann auch im Schützenverein dann mitspielst, dass du dann in der Dorfjugend dann Tischtennis haben wir da gespielt, dann machst du dann einen Dorfmeister, spielst du aus, solche Sachen haben wir dann gemacht, aber das hauptsächliche Augenmerk lag dann auf Fußball, wo ich dann in der dritten Klasse praktisch dann mein erstes Spiel dann gemacht habe im Verein TSV Bevern. Aha. Warst du da, hattest du damals in der Jugendzeit auch schon mehr so ein bisschen größer als die anderen oder ist das erst später gekommen? Das ist eigentlich erst später gekommen. Erst später, ja, gibt es oftmals, ja. Ich bin als Linksaußen angefangen und bin dann nach zwei Spielen dann ins Tor gegangen. Kindheit, Schulzeit. Welche Schulen hast du besucht und mit welchen Abschlüssen? Ja, die Grundschule ganz normal dann und dann bin ich zur Mittelschule damals dann gewechselt, nach Bremervörde dann und habe dort meine mittlere Reife gemacht. Ja, das war die Schulzeit. Ja, gut, ein toller Abschluss. In der Zeit war das relativ normal. Genau, so ist das richtig. Ich meine, du wirst ja jetzt an diesem Jahr auch 60, großes Fest, wenn es dann erlaubt ist. Man weiß ja nicht, wie sich die Krankheit entwickelt, ne? Schwer zu sagen. Also warten wir einfach mal ab, weil da mache ich jetzt keine großen Pläne. Nee.
Und warten wir einfach mal ab. Wir werden das dann schon gebührend feiern. Ganz genau, richtig. Und wenn im Kleinkreise, ne? Genau. Aber so ab 60 ist dann Anlass, ne? 50 war auch schon Anlass, ja. 60 jetzt ja. auch. Und ja, so kann es dann weitergehen. Ne? Kannst du weitergehen, immer die Zähne. Ne? Ja, genau. Ja, ganz genau. Sag, wir von Fußball haben wir schon, wo dein Werdegang begann, hatten wir ja eben schon mal angesprochen. Und wie ging es denn weiter? Aber du hast einen Spitznamen gehabt. Hattest du den schon sehr früh oder wo kam der her? Nee, der ist dann eigentlich bei St. Pauli erst entstanden. Ach, bei St. Pauli? Thomas, so. Also das ist eigentlich so ein Spitzname, den ich dann hatte. Und später dann das Tier im Tor, so wenn ich das so als Spitznamen dann mal übernehmen möchte. Aber das waren so die einzigen Spitznamen. Ach so, war gut. Okay, also gehen wir nochmal zurück, Schulzeit beendet und da hattest du dann eine gewisse Vorstellung von einer Lehre und hat es dann auch geklappt oder war es wurde draus? Ja, eigentlich wollte ich dann, also ich hatte Begabung so Richtung Tischler, sage ich mal so, ja. im Handwerklichen. Schön. Hab mich dann aber entschieden, dann doch vielleicht eher was im Büro zu machen, weil ich dann eben mein Elternhaus gesehen habe. Wir haben einen kleinen Bauernhof gehabt und wie hart man dann auch arbeiten muss. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, vielleicht machst du es dir ein bisschen leichter und gehst dann in eine Bürotätigkeit. Und dann hatte ich verschiedene Möglichkeiten. Einmal über Banken habe ich dann versucht, mich zu bewerben, aber dann auch über eben das Arbeitsamt dann auch dann einen Hinweis bekommen, Finanzamt oder eine Gemeindebehörde. Ja. So, und dann ist es letztendlich das Finanzamt geworden. Ja, auch nicht schlecht, ne? Nö, also ich muss sagen, also denkt man immer, das ist so trocken und so weiter. Ist es zum Teil auch, aber diese Ausbildung hat mich ein Stück weit dann auch geprägt für später. Ja. Und insofern bin ich da überhaupt nicht böse drum, dass ich diesen Weg gegangen bin. Du wurdest dann aber nicht übernommen, wolltest du dann nicht übernommen werden, weil du oder wolltest du gleich deinen Wehrdienst antreten oder wie hat sich das ergeben? Nein, ich habe meine Ausbildung gemacht und dann sollte ich übernommen werden, aber dann kam ja der Wehrdienst dann eben, dass er eine Pflichtveranstaltung war und den musste ich dann ableisten und dann wurde man automatisch dann wieder in eine Finanzbehörde eingegliedert. Ja. So war das. Und ach, so ist es auch geschehen? So ist es geschehen. Und wo warst du? Wo hast du deinen Wehrdienst gemacht? Ich habe, also Finanzamt Zeven habe ich gelernt und da wurde ich dann auch übernommen. Mhm. Das ist ja relativ nah dann zu Bremervörde-Minstedt, 20 Kilometer. Und den Wehrdienst habe ich dann die Grundausbildung in Pinneberg gemacht, was für mich dann in dem Moment sehr, sehr weit weg war. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt überlege, wohne ich da fast? So, und habe dann auch mir vor kurzem mal die alte Kaserne angeschaut, wo ich meinen Wehrdienst abgeleistet habe. Die gibt es aber in dieser Form nicht mehr, erstaunlicherweise so. Und nach dem Grundwehrdienst habe ich dann meine Hauptzeit dann in Bremervörde dann. Da gab es auch eine Kaserne dann in NGO, die dann die 12 weiteren Monate dann abgeleistet. Jetzt kommen wir zum Fußball. Jetzt kommt irgendwann mal St. Pauli ins Spiel, ne? Das war 93. Ja, nein, 83. 83, ja, nicht 93. Ja. Da warst du ja schon 83. Ja. Entschuldigung, komm ich wieder an. Kein Problem. 83 ins Spiel. Wie ergab sich das? Ja, das hing auch mit dem Wehrdienst zusammen. Also insofern, ich habe ja Fußball gespielt dann auch in Bremervörde. Das war dann die höchstmögliche Klasse zu der Zeit. Gleichzeitig war ich dann in der Kaserne dann und war auch Heimschläfer dann hauptsächlich, weil der Wohnort ja nicht weit weg war. Ja. Also musste ich nicht jeden Tag dann, wie meine Kameraden damals dann, die aus dem Ruhrgebiet dann hochgekommen sind, die mussten dann jeden Tag dann vor Ort sein und ich konnte dann abends nach Hause und habe dann natürlich auch Fußball gespielt in Bremervörde. Ja. Und die Kaserne und der Fußballplatz waren ungefähr, sagen wir mal, einen Kilometer auseinander. Also habe ich da meine Zeit dann gehabt und habe dann die Chance gehabt bei Werder Bremen 2, bei den Amateuren von Werder Bremen, mit Kalli Kamp als Trainer seinerzeit dann Probetraining zu machen. Das hatte dann Hansi Bargfrede über meinen Kollegen Herbert Bründes dann praktisch eingeleitet. Ja. Und da habe ich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Aber die hatten dann eben ja genau das mitbekommen, dass ich meinen Wehrdienst leisten muss. Ne? Und dann kannst du nicht zum Training nach Bremen kommen und so weiter. Und dann haben die gesagt, okay, dann schauen wir uns das nächstes Jahr nochmal an. Und im nächsten Jahr war es dann so, dass der Hansi Bargfrede dann in St. Pauli dann schon das zweite Jahr dann war und hat dann
mich wieder angesprochen über meinen Kollegen Herbert Brünjes, ob ich dann nicht lieber mal zu St. Pauli zum Probetraining kommen möchte. Die waren dann gerade in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Okay. Also sind Meister geworden und da gab es dann eine Aufstiegsrunde, um dann die zweite Bundesliga zu erreichen. Und in dieser Zeit habe ich dann ein Probetraining bei Michael Lorkowski gemacht, der später mal Pokalsieger mit Hannover 96 geworden ist. Und der hat mich dann in einem Training, vorm normalen Training im Millerntor-Stadion, praktisch da, wo jetzt die Trainerbänke sind, da so ein bewegliches Tor hingestellt. Und da hat er mich anderthalb Stunden zusammengeschossen. Und da muss ich wohl einer meiner besten Leistungen gebracht haben. So, also auch vom Willen her und wie ich dann halt versucht habe, mit aller Macht das Tor zu verteidigen. So. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann in dieser Aufstiegsrunde mehrfach zum Training eingeladen worden bin. Also da hatte der Michael Lorkowski dann halt ein bisschen Nahen an mich gefressen sozusagen und hat mich dann mehrfach dann gebeten, zum Training zu kommen. Diese Trainingsleistung von diesem einen Tag habe ich mit Sicherheit nicht wiederholt. So, das war so meine eigene Analyse dann. Ja. Aber es hat gelangt, um einen Vertrag zu bekommen dann oder eine Zusage, dass ich eben bei St. Pauli anfangen kann. Und mit dem Aufstieg hat es dann nicht geklappt. Sie sind dann gescheitert, knapp. Und wir mussten einen neuen Anlauf machen in der Oberliga. Du hast dann immer aber im Tor gespielt. Hast du früher nicht mal draußen gespielt oder immer im Tor? In der D-Jugend habe ich zwei Spiele draußen gespielt und von da an bin ich ins Tor gegangen. Ah, so, gut. Na gut, ho. Aber du warst damals dann noch nicht so groß, wie du sagst. Nein. Aber bei St. Pauli warst du dann groß. Da war ich dann mittlerweile 1,90, ja, das stimmt. Und das war auch eine große Hilfe dann. Ne? Ja, ja, selbstverständlich. Torwart muss groß sein, ne? Muss nicht, aber damals war das Vorurteil noch verbreiteter als jetzt. Ja, okay. Na, aber es war auf jeden Fall ja ein Vorteil, ne? Ja, in dem Fall war es ein Vorteil und auch mein Glück dann sozusagen. Ja, ja. Und mein Vater war also, so sagen wir mal, so 1,78, meine Mutter auch so, ne? Ja. Also es war nicht unbedingt zu erwarten, dass ich jetzt so in die Höhe schieße. Und dann hatten wir dann auch mal einen Verwandten gefragt und so weiter, der hat sich dann die Hand angeguckt und so weiter, ja, also mehr als 1,84 wäre das nicht. Ne? Und dann hatte ich aber so einen inneren Willen, so, du musst größer werden, du willst ja Fußball spielen und so weiter. Ne? Und dann bin ich über 1,90 geworden. Na gut, alles gut. Alles über die Hand. Ja. So, das Ganze dauerte jetzt 8 Jahre bis 91. Und 91 passierte dann was? Da war irgendwie so ein Wechsel oder was ergab sich da? Ja, also ich war ja beim Finanzamt und in Zeven, habe da gearbeitet ganz normal und habe nebenbei dann Fußball gespielt bei der Oberligamannschaft, also dritte Liga damals, FC St. Pauli. Und wir schafften es dann auch in dem ersten Jahr dann aufzusteigen in die zweite Bundesliga. Und das war natürlich... Ich habe jetzt nicht jedes Spiel gespielt, aber ich habe meine Anzahl der Spiele gehabt und war halt auch beteiligt daran, mit aufzusteigen. Und es war dann so, dass als Finanzbeamter kannst du nicht einfach eine Nebentätigkeit beruflich dann machen. Ja. Fußball spielen war erlaubt, aber eben dann als Amateur. So, und dann haben wir dann halt vom Verein aus dann die Anfrage gestellt, dass ich dann halt weiter Fußball spielen kann, auch in der zweiten Bundesliga, in einer professionellen Liga, als Amateur dann eben. Und das habe ich dann gemacht und das wurde auch erlaubt. Und dann bin ich halt gependelt von Zeven nach Hamburg jeden Tag und hatte einen frühen Arbeitsbeginn, musste halb sechs aufstehen und war dann abends um 22.30 Uhr wieder zu Hause. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Ne? Und das war anstrengend, aber war harte toll. Zeit, aber, ne? War eine harte Zeit, ja. Jetzt kommen wir mal auf 1993. Da warst du in Hennef. Ja. Gab's da hattest du da eine gewisse Vorstellung, diesen Weg zu gehen? Und was hattest du dir so in den Kopf gesetzt, was daraus denn mal alles werden könnte? Ja, also ich muss ein bisschen mehr ausholen, weil es war also natürlich so, wir haben dann auch in der zweiten Bundesliga, da sind wir wieder abgestiegen, dann sind wir wieder aufgestiegen und dann hatten wir eine sehr gute Phase in der zweiten Liga und dann klopfen wir auch mal an der ersten Liga. Und dann war es so, dass ich 91 dann eine Entscheidung treffen musste, über Beurlaubung dann ging nichts mehr, dann mich zu entscheiden, ob ich dem Fußball jetzt mich ganz zuwenden will oder eben meine
Behördentätigkeit dann weiter umsetzen möchte. Und da habe ich mich dann glücklicherweise dann für den Fußball entschieden, weil hinterher ist man ja immer schlauer. Wenn ich jetzt hier sitze, dann weiß ich das. Ne? Ja. Und insofern kann ich auch sagen, dass diese Entscheidung dann richtig war. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, dass ich als Vollprofi arbeiten konnte. Das hieß aber noch lange nicht, dass man dann immer einen Stammplatz garantiert bekommen hat. Ne? Und insofern war es so 1993, dass ich dann überlegt hatte, während meiner aktiven Zeit mich einfach weiterzubilden, weil ich natürlich dann auch immer mich entwickeln wollte als Persönlichkeit und habe dann gemerkt, man kann sich immer verbessern und dann einfach die A-Lizenz schon zu erwerben als aktiver Spieler. Und das hat mich dann extrem geprägt in der Ausrichtung vom Egoisten dann Richtung Mannschaftsdienlichkeit zu denken. Ja. Und das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Und das hast du dann, die hast du dann deine A-Lizenz dann dort gemacht in Hennef? Die habe ich in Hennef gemacht, meine A-Lizenz und genau. Aha. Und dann hast du aber weiterhin, um das dann jetzt fortzusetzen oder um einfach mal perfekter zu werden, hast du dann noch so Fernstudium gemacht, ne? Ja, das war dann später, als ich dann meine Laufbahn beendet habe, musste. Ne? Ich wollte ja eigentlich bis 40 spielen, so wie Buffon jetzt heutzutage. Ja. Fühlte mich eigentlich gut, aber ich habe dann einen Kreuzbandriss erlitten und da bin ich dann halt mit 37 nicht richtig wieder auf die Beine gekommen, so wie ich mir das vorgestellt habe, vom Leistungsvermögen her. Mhm. Und dann haben die Ärzte natürlich auch gesagt, das funktioniert nicht mehr. Und letztendlich ging das vom Knie her auch nicht und so wurde ich dann sogenannter Invalide. Und habe dann natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Ne? Und habe dann überlegt, was fehlt mir eigentlich noch, um mich weiterzuentwickeln im Sport, um da weiter bleiben zu können. Ja? Und dann die kaufmännische Seite von Vereinen und Verbänden zu sehen. Und deshalb habe ich mich zu einem Fernstudium entschieden, was ich auch durch die Fußballergewerkschaft VDV dann praktisch dann mir näher gebracht worden ist oder wir es gemeinsam entwickelt haben, solche Wege für Ex-Profis dann eben. Aber zu dieser Zeit hattest du aber auch irgendwelche Tätigkeiten noch bei St. Pauli, ne? Da war ich dann, wir haben das entwickelt mit dem FC St. Pauli zusammen, weil die mich eigentlich auch ganz gerne dann im Verein halten wollten dann als langjährigen Spieler. Ja. Und dann hatte ich diesen Weg dann eingegangen und war in der Marketing dann tätig und habe dann eben dieses Fernstudium dann nebenbei betrieben. Ja. Du hattest ein schönes Abschiedsspiel. Ja. Hat sich daran entsinnt, war das so nach deinem Glauben das Richtige und war das schön für dich? Das war jetzt 2001, ne? Genau. Ja. Das war dann so, ich hatte natürlich immer mit meinen älteren Kollegen dann oft Kontakt und Walter Frosch war einer meiner wichtigsten Förderer auch als älterer Spieler. Und der dann irgendwann mal auf die Idee kam, Mensch Klaus, du müsstest eigentlich ein Abschiedsspiel machen. Mhm. Und dann haben wir dann halt dann darüber ein bisschen so geplaudert und dann habe ich in der Marketing dann ein bisschen drüber nachgedacht und so weiter mit meinen Kollegen, die vor Ort waren. Und dann haben wir uns eigentlich eine Idee entwickelt, wie wir das mal umsetzen können. Ja. Und das haben wir dann halt gemacht. Und wir haben dann 2001 dann das Spiel auf die Beine gestellt. Wir gegen die eigene Profimannschaft, die dann zu der Zeit auch in der ersten Liga gespielt hat. Ja. Und dann habe ich meine ehemaligen Kollegen, wo wir mit sehr erfolgreich waren, dann eingeladen. Und wir haben tatsächlich dieses Spiel 2-1 vor 8000 Zuschauern dann gewonnen. Haben wir dann Tor, ne? Und das war dann für die Mannschaft, der Profimannschaft, nicht ganz so angenehm dann. So, aber letztendlich war mir das in dem Moment dann sportlich eigentlich egal. Ja, klar, logisch. Klaus, wir kommen jetzt mal zu einer anderen Sache. Ich sag mal, so eine doppelte Sache. 93 war das, Holstein Kiel und Ausland. Was waren das für zwei Dinge? Das war 2003. Ja. Also ich bin dann von St. Pauli weg. Es gab dann halt so ein paar Mobbing-Sachen, die dann da aufgekommen sind, wo ich dann eigentlich überhaupt nicht mit klarkam. Ja. Mein ehemaliger Kollege, der hatte mich verantwortlich gemacht, dass er dann praktisch nicht die Torwarttrainerposition mehr innehaben konnte, was natürlich absoluter Schwachsinn war. Mhm. Und er hatte mich dann halt praktisch bei der Berufsgenossenschaft dann angeschwärzt. Und und das war für mich eigentlich ein Unding, mit solchen Leuten dann weiter zusammenzuarbeiten. Ja, das hat der Verein leider zu der Zeit dann anders gesehen. Und dann habe ich gesagt, da habe ich dann halt meinen Entschluss gefasst, dass ich den Verein verlasse nach
über 20 Jahren dann. Das ist nicht schön, ne? Nee, das war eine ganz unangenehme Sache. Vielleicht war es auch einfach zu früh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber aus meiner Sicht war es keine andere Möglichkeit. Ja. Ne? Und letztendlich bin ich dann zu Union Berlin gegangen. Da hatte der Mirko Votava mich dann gefragt, ob ich nicht dort mal als Torwarttrainer arbeiten möchte. Und dieser Weg war natürlich auch spannend. Die haben zweite Liga gespielt zu der Zeit. Ja. Und da hatte ich dann Torhüter wie Robert Wolnikowski oder auch Simon Henser, der jetzt ja Torwarttrainer auf Schalke ist. Mhm. Ja, das waren dann so meine Torhüter und bin ich dann ein Jahr geblieben. Leider sind die dann abgestiegen wieder und dann bin ich zu Holstein Kiel gewechselt in die dritte Liga. Dritte Liga war und, da. Und mit Frank Neubert als Trainer und Daniel Jurgeleit als sportlicher Manager. Und dann begann meine Zeit in Kiel über 6 Jahre. Und in der Zeit hatte ich ein Auslandsangebot als Torwarttrainer der litauischen Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft. Ja. Und das ist dann 2005 dann umgesetzt worden. Und wie lange ging das hier in Kiel? Bis 2009. Ja. Und genauso lange war ich dann auch gleichzeitig Torwarttrainer der A-Nationalmannschaft Litauen und Holstein Kiel hat mich dann immer freigestellt, so im Prinzip wie das in der heutigen Zeit bei den Spielern ist, war das dann in meiner Zeit dann auch als Trainer und ich bin dann praktisch in diesen Länderspielpausen dann immer nach Litauen gereist, um dann gegen Mannschaften wie Spanien zu spielen oder das beste Spiel war einfach das Spiel Italien gegen Litauen in Neapel. Schön. Das war das erste Länderspiel nach dem WM-Triumph der Italiener in Deutschland 2006 und da waren dann halt Jungs dabei, Buffon, Cannavaro, Inzaghi. Ja, diese Kategorie hat er gespielt und wir haben 1-1 gespielt. Toll, das sind natürlich Erinnerungen, ne? Ja, absolut. Italien, das waren gute Zeiten. Ja. Und aber das war ja immer ein bisschen schlimm mit diesen Hin- und Herfahrerei, oder? Wie bist du dann hingefahren? Mit Zug oder? Nach Litauen bin ich geflogen. Geflogen, ja. Und da habe ich natürlich viele Länder dann im Osten dann kennenlernen dürfen. Und das ist natürlich einfach dann zu der Zeit eine ganz besondere Zeit gewesen, weil mich dieser Osten eigentlich auch sehr interessiert hat. Ne? Und wenn man das jetzt vergleicht mit der heutigen Zeit, wie jetzt Russland dran gegen Ukraine kämpft, ist das natürlich eigentlich gar nicht zu fassen, weil in allen Ländern gibt es nette Menschen, so, ne? Aber eben auch nicht nur nette Menschen. So. Und das ist aber überall so. Ja, das ist leider überall so. Ja. Dann hast du aber noch weitere Ausbildungen gemacht. Ja, ich habe mich natürlich dann immer weitergebildet. Dann auch in der Zeit, wo jetzt in Holstein Kiel hatten wir dann auch eine Phase, wo es dann nicht sportlich ganz so gut lief und wir dann abgestiegen sind in die vierte Liga. Ja. Und wo es dann halt auch darum ging, wie kann man die Leute bezahlen? Dann habe ich in dieser Zeit dann halt meinen Fußballlehrer gemacht. Ja. 2007 dann in Köln. Und das war für mich dann einfach sehr, sehr passend dann auch. Weil ich immer mir überlegt hatte, ich möchte eigentlich mit den Trainern dann auf einem Niveau dann auch sprechen können. Mhm. Ne? Weil es hieß dann immer, du bist nur Torwarttrainer. Ja, du hast klar. Da keine Ahnung von. Ne? Ja. Und als ich dann wirklich Fußballlehrer war, war es halt auch so, da konnte das keiner mehr sagen. Ne? Also du bist nur Torwarttrainer. Das war anerkannt, ne? Genau. Mit wem hast du mit interessanten Leuten deinen Lehrgang gemacht als Lehrer? Ja, also André Truhlsen, mein Kollege, war natürlich ganz spannend. Dann der jetzige Trainer von Kaiserslautern ist einer der Kollegen gewesen. Dann Steffi Jones war dann, die A-Nationalmannschaft der Frauen eine Zeit lang hatte, waren dabei. Und und dann Pele Wollitz war einer der Kollegen. Ja. So, und schön. Ja, da waren einige interessante Leute dabei. Wie kam der DFB jetzt auf dich zu? Wie ergab sich das denn jetzt? Ja, das war so, dass wir dann ja eine Zeit hier in Kiel hatten, wo dann unser Trainer dann praktisch dann rausgeschmissen worden ist und durch Vorkommnisse aus der Mannschaft dann, er sollte dann einen Spieler dann halt
ja, körperlich angegangen sei. Ja. Ne? Und das kam dann aber nicht sofort raus, sondern erst hinterher. Und das war dann so eine Situation, wo ich dann mich dann so ein bisschen auch auf die Seite des Trainers gestellt habe. Ja. Und das dann auch intern dann kommuniziert habe. Und da war dann so ein bisschen das Eis, ja, oder war es irgendwie so, dass man nicht mehr so auf mich gesetzt hat. Ja, cool. Und ein halbes Jahr später war es dann soweit, dass man mir mitgeteilt hat, dass der Vertrag dann halt nicht verlängert wird und dass ich jetzt beurlaubt bin. Ja, okay. So, und das war dann so. Und dann habe ich mich bedankt bei den Herrn Lütje und Herrn Langnes. Und bin dann gegangen. Ja. So, ne? Und in der Zeit hatte ich ja hier auch mit Stefan Böger einen Trainer gehabt, der dann mittlerweile zum DFB gegangen ist. Und der Torwarttrainer, sein Torwarttrainer ist dann zum HSV gewechselt, das habe ich mitbekommen. Und dann hatte ich ihn angerufen, ob er jemanden braucht. Und dann hat er praktisch mit Andi Köpke das dann klar gemacht, hat Andi gefragt, der für die A-Nationalmannschaft zuständig war und eben auch für die unteren U-Nationalmannschaften, ob er sich das vorstellen könnte, dass ich dann praktisch die U16, U17 dann mache als Torwarttrainer. Und das konnte der Andi sich. Und insofern bin ich dann mit Stefan Böger dann beim DFB den Weg gegangen. Aber das ist aber erst vor kurzem passiert, ne? 2010 war das. 2010. Das ist auch schon wieder 12 Jahre her. Ach, und dann habe ich so lange her. Bis 2013 dann mit Stefan dann die U16, U17 gemacht. Wir sind auch Vize-Europameister geworden. Ja. Durchs Elfmeterschießen haben wir gegen Niederlande damals verloren, 2012. Und und dann kam die interne Anfrage. Horst Hubisch hatte die U21 übernommen und der hatte mich dann gefragt, ob ich dann nicht Lust hätte, die U21 dann zu übernehmen. Ja. Und natürlich habe ich dann erst Gespräche geführt und so weiter, aber ich war natürlich total heiß da drauf dann, weil die Torhüter zu der Zeit waren dann Marc ter Stegen und Bernd Leno. Ja. Ja. So, und die hatten ja schon in der Bundesliga dann ihre ersten Meriten verdient und so große weiter. Namen, ne? Schon, ja. Und waren dann auch europaweit unterwegs. Ne? Und in der Zeit U21 hat dann ist der Markt dann von Gladbach nach Barcelona gewechselt, ist dann auch in unserer Zeit dann sozusagen Champions League-Sieger geworden. Ja. Und ich habe da viele Spiele von den beiden Jungs dann in Europa verfolgt. Also ich konnte dann aufgrund dessen, dass der Horst mich dann auch da immer hingeschickt hat, dann diese Spiele in Manchester, Barcelona angucken oder in Paris, Barcelona anzuschauen oder in Atletico Bayer Leverkusen dann zu sehen mit Bernd Leno und so. Und das waren halt tolle Erfahrungen. Hab die Barcelona-Zeit mit Xavi Iniesta dann praktisch Messi dann gesehen. Das war natürlich ganz außergewöhnlich. Tolle Zeit, ne? Ja. Großartig. Was trainierst du denn jetzt zurzeit? Immer noch die U21 als Torwarttrainer, habe aber mittlerweile einen anderen Trainer. Ne? Der Horst hat ja dann irgendwann aufgehört. Ja, ja. Ne? Was heißt irgendwann? 2016 bei Olympia in Rio, ne? Mit dem Finale hat er praktisch seine Laufbahn dann erstmal beendet dann als Trainer. Die hat er dann ja später wieder aufleben lassen mit der Frauennationalmannschaft. Da habe ich dann auch nochmal Erlebnisse gehabt. Also das war schon großartig. Naja, nun gut, jetzt ist er beim HSV gelandet. Ich denke, da ist er ganz glücklich, ne? Ich denke auch, ne? Also immer wenn man mal Kontakt hat, dann ist das natürlich toll. Ja. Ist eigentlich nicht weit weg so, ne? Eigentlich ist man dumm, dass man nicht öfter mal vorbeifährt und einfach mal Hallo sagt, ne? Ja, aber so ist das ja immer. Ja, aber ist ja gar nicht so einfach, ne? Nein. Das ist nicht so einfach. Wenn du jetzt mal so zurückschaust in die Vergangenheit, was waren für dich, du hast jetzt eine ganze Menge schon aufgezählt, was waren für dich denn so die schönsten Erlebnisse? Außer Litauen haben wir jetzt mitgekriegt und diese Sachen, wo der Horst Hubisch dich immer durch die Gegend geschickt hat, waren natürlich tolle Erlebnisse. Gibt es da noch irgendwas anderes, was im sportlichen Bereich so besonders war oder waren das eigentlich diese Höhe? Ja, also ganz außergewöhnlich war für mich einfach die Olympiade in Rio 2016. Ja. Ne? Das war immer so ein Ziel. Also ich hatte auch Angebote aus der Bundesliga dann, aus der zweiten Liga. Zu der Zeit war es für mich aber gar kein Thema, dann zu wechseln, obwohl wir noch gar nicht qualifiziert waren für Olympia. Mhm. Wir mussten ja uns dann praktisch bei der Europameisterschaft fürs Halbfinale qualifizieren, damit wir dann für Olympia qualifiziert sind. Ja. Und das war dann die Zeit mit Marc ter Stegen und Bernd Leno 2015 bei der Europameisterschaft, wo wir bis ins Halbfinale kamen und dann aber das Halbfinale dann 0-5 gegen Portugal verloren haben. Ja.
So, ne, dann waren wir ausgeschieden, mit haben so ein Gesicht gezogen, ne, ne, konnte man sich gar nicht vorstellen, mit einem Torwart, der gerade die Champions League gewonnen hat, dann 5 Stück zu kriegen, so, ne, das waren so die ersten Gedanken. Aber wir hatten dann eben das große Ziel Olympia erreicht, ne? Und das war dann ein Jahr später, 2016. Und was wir da also in Brasilien dann erlebt haben, das war außergewöhnlich, ne? Und dann hat das ja auch praktisch, also bis zum letzten Schuss war das ja eigentlich sensationell, wo Neymar uns dann praktisch aus unseren Träumen geschossen hat, mit dem letzten Elfmeter dann. Ne? Das war schade. Aber ich höre das, Klaus, ich höre das immer wieder, ich habe schon viele Sportler gehabt, die auch Weltmeister waren und auch Olympiasieger, dass sie mir sagen, gut, Weltmeisterschaften oder diese Meisterschaften, das waren alles ganz, ganz tolle Erlebnisse und natürlich auch Erfolge, aber Olympia war immer das für alle das Größte. Ist das das Fluidum oder woran liegt das? Liegt das daran, weil da mehr Menschen sind aus verschiedenen Sportarten? Oder wie hast du das empfunden? Ja, ist ganz genauso. Also zum einen ist es so, dass alle Sportler da ja nach streben. So. Und das habe ich ja auch als Kind dann immer bei jeder Olympiade habe ich dann vom Fernseher gesessen und habe mir praktisch jede Sportart, ob das Segel war oder weiß der Teufel was, Weitsprung, Dreisprung, Hochsprung oder irgendwas dergleichen, alles angeschaut und habe mir das dann praktisch oder habe das aufgesaugt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, da mal hinzureisen, alleine die Anreise, wenn du dann die Akkreditierung dann machst am Flughafen und so weiter, wenn dann aus allen Herren Ländern dann die Leute kommen, ne, das ist, das sind alle Sportler, ne, das ist unfassbar, diese Atmosphäre schon. Ja. Dann sind wir als Fußballer natürlich dann separiert gewesen. Wir haben dann unseren eigenen Weg gehabt. Wir waren dann erst ganz spät in Rio. Weil wir dann das Finale erreicht haben, durften wir dann erst ganz spät ins Olympische Dorf. Und dann haben sie ja alle davon immer geschwärmt. So, ne? Und da haben wir auch gedacht, okay, jetzt sollst du dann in einem Apartment, dann kommst du in ein Zimmer, Doppelzimmer, vorher warst du Einzelzimmer gewohnt und so weiter. Ne? Und naja, ein bisschen kritisch so, und ob das wirklich so gut ist und so weiter. Und dann war es so gut. Also das war außergewöhnlich. Wir hatten dann eine Butze mit 2 Leuten. Ja. Mit dem Co-Trainer zusammen, dann mit Thomas Nürnberg dann zusammen gepennt dann die 3-4 Tage, wo wir dann dort waren und waren dann im Apartment mit Hansi Flick, mit Markus Sorg, mit Horst Rubesch und Athletiktrainer Kuno Banosic, ne, waren wir dann zusammen in einem Apartment, ne? Und so waren die Spieler dann auch untergebracht. Okay. Ne? Ja, und dann das Allergrößte war dann die Mensa. Die Mensa, das war dann so da, wo wir gegessen haben. Ne? Ja. Und dann hast du halt gefrühstückt mit den Leuten aus Neuseeland, ne? Mittag gegessen, hast mit den Handballern von Frankreich oder Deutschland. Ne? Und da waren ja dann die Handballer aus Kiel, dann, THW Kiel. Ja, ne? Ja, klar. Karabatic und Co. Ja, ne? Und mehr. Ja. So, die waren dann beim Mittagessen dann Wahnsinn, direkt am gleichen Tisch. Ne? Und abends hattest du dann wieder aus Ecuador möglicherweise dann so ein paar Kollegen dann beim Essen. So, also das war schon außergewöhnlich. Und das gibt halt diesen Flair dann. Ja. Und dann sind wir halt durchs Olympische Dorf gegangen und so weiter. Also das aufzusaugen, das ist einzigartig. Und das ist auch genau das, was die Leute dann halt auch, glaube ich, immer meinen. Ja. Okay, das ist ja toll, nicht? Und dann Silbermedaille, Olympia ist ja auch nicht schlecht, ne? Das war fantastisch, ne? Ja. Und, habt ihr die alle gekriegt? Das waren die Trainer nicht alle? Wer kriegt denn alles eine? Also der Trainer hat eine bekommen und der Thomas Nürnberg hat eine bekommen. Ja. Das war aber außergewöhnlich, weil die dann eben aufgehört haben. So. Und das war dann das Dankeschön dann auch so, dass man das dann irgendwie umgesetzt hat vom DFB aus, denke ich mal. Also, und alle anderen sind dann natürlich, dann durften wir uns natürlich die Medaillen, ich habe die immer von Serge Gnabry bekommen, leihweise, und habe die mal umgebunden und habe mal ein Foto gemacht. So, ne? Also das waren dann die Momente, ne? Aber Das waren die Momente, gut, das war fantastisch. Aber ist das immer noch so, dass dann nur der Trainer, kein Torwarttrainer, die werden dann ausgespart, nicht? Also die Mannschaft und der Trainer, ne? Also das war jetzt bei Olympia, ne? Ich habe ja noch eine Olympiade mitgemacht, 2021, dann in Tokio. Ja. Da sind wir leider in der Vorrunde dann schon ausgeschieden, da hat uns ein Tor gefehlt, ne? Aber deshalb weiß ich das nicht, wie das dann ist, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist, dass nur der Trainer dann die Möglichkeit hat, eine Medaille, eine originale Medaille zu bekommen. Gab es in deinem Leben irgendwelche Auszeichnungen oder Medaillen, haben wir schon gerade gehört, gab es leider nicht. Aber gab es irgendwelche Auszeichnungen in deinem sportlichen Leben? Ja, wir sind ja dann mit der U21 dann nochmal 2-mal Europameister geworden. Ne? Ja. Stefan Kunz kam ja danach, Horst Rubesch. Ne? Und das war eine ganz außergewöhnliche Zeit dann. Ne? Also
Sportlicher Erfolg war ja sensationell. Ne? Ja. Wir sind Europameister geworden im ersten Jahr, nachdem er dann es übernommen hatte. Dann sind wir Vize-Europameister geworden, 2 Jahre später, und dann wieder Europameister geworden. Ja. Ne? Und dann ist er in die Türkei gewechselt. Ja. So, und das war dann nochmal so, wenn ich sagen darf, eine ganz großartige Zeit. Ja. Aber ich will auch nicht vergessen, 2014 mit Markus Sorg zusammen, die U19-Europameisterschaft, die wir dann auch gewonnen hatten. Ja. Auch mit den 95ern, die mich dann halt auch verfolgt haben, über 2000, mit der U17, mit Stefan Böger, dann über Markus Sorg mit der U19, ja, wo wir dann Europameister geworden sind, hin zur U21. Wahnsinn, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist total. Ja, Fußball ist verrückt, ne? Ja, 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 macht halt mehr Spaß, wenn man gewinnt. Ja, allerdings. Klaus, da gab es irgendetwas mit Existenzgründung. Kannst du da mal ein paar Worte zu sagen? Ja, nach meiner Zeit, als ich dann Fußballprofi war und mich verletzt hatte, wurde ich Invalide. Ja. Und dann bekam man von einer Berufsgenossenschaft eine Umschulung. Und dann diese Umschulung habe ich dann ja, wie gesagt, in der Marketing dann umgesetzt. Ja. Und danach, nach dem Ende dieser Umschulung, nach Ende der Prüfung, muss man natürlich ins Arbeitsleben eingegliedert werden. Und da habe ich natürlich mit dem Arbeitsamt dann Möglichkeiten ausgelotet. Und dann sind wir darauf gekommen, eine Existenz zu gründen als selbstständiger Torwarttrainer. So. So, und dann bin ich nach Union Berlin gegangen und habe da als selbstständiger Torwarttrainer dann sozusagen auf Honorarbasis gearbeitet. Und das ging dann halt über Holstein Kiel weiter, bis irgendwann mal zu einer Festanstellung bei Holstein Kiel. Ach, so war das. Aha. Mhm. Gut, dann hatten wir es eigentlich schon vergessen, aber das habe ich nicht gewusst, dass es schon so früh war. Ja. Aber ist egal, das haben wir jetzt danach geholt. Genau. Okay, prima. Da, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. War ja sehr interessant und was du alles erlebt hast, ganz, ganz toll, finde ich gut. Aber das Ähnliches hatte ich auch von Horst Rübersch, der war ja auch schon bei mir, auch gehört, der war natürlich auch genauso begeistert und auch noch voll von diesen ganzen Erlebnissen. Aber schön, wenn man so von Fußballer zu Fußballer, ich habe ja auch Fußball gespielt, das war für mich auch die schönste Zeit. Eine Frage habe ich noch, immer an meine Gäste, aber die hat sich, glaube ich, bei dir überholt, ob es etwas ein besonderes Erlebnis war. Da hast du schon eine ganze Menge von erzählt, jetzt was war. Gibt es da möglicherweise doch noch eins, was über dem Ganzen steht? Also ich meine, es gibt ja nichts, was über Olympia steht, nicht? Nee, da gibt es ja nur das Private dann, wenn du halt deine Kinder, das Übliche, ne? Die Geburten dann erlebst und so weiter. Ja, ne? Also das sind dann halt so die Momente, die natürlich noch über den Sport dann halt stehen. Völlig aber ich bin natürlich total glücklich, dass ich, sagen wir mal, von der dritten Schulklasse an bis jetzt heute und habe meinen Vertrag ja auch verlängert, die nächsten 2 Jahre dann weiterhin im Fußball tätig zu sein, ne? Und kann es eigentlich jedem nur empfehlen, dann auch einen sportlichen Weg zu gehen. Also ich kann da nur von schwärmen. Ja gut, man muss die Veranlagung haben, ne? Ja, also so viel Talent hatte ich nicht. Also ich musste sehr viel arbeiten und natürlich dann mich auch versuchen zu entwickeln. So, ne? Okay. Also das ist schon so, also das hat auch was dann mit Zielstrebigkeit zu tun. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch mit Hingabe und Motivation, Eigenmotivation und Willen. Und das sind so die Attribute, die ich dann in die Waagschale geworfen habe. Wie sieht es mit Urlaub aus? Seid ihr familiär Urlauber immer in eine Richtung oder immer mal was Neues? Ja, durch Corona haben wir natürlich unsere Urlaubssachen so ein bisschen eingeschränkt. Also wir waren vor Corona, waren wir halt immer dabei, Städtereisen zu machen. Ja. Da sind wir nach Paris geflogen, dann waren wir in Wien ganz oft. Und Venedig hat es uns dann angetan. Ne? Und ich habe das dann auch immer ganz gerne verbunden. Dann, nicht? Dann in Venedig habe ich mir mal ein Drittligaspiel dann angeschaut. Ja. Ne? Und wen treffe ich da wieder? Den Trainer Inzaghi, der damals gegen Litauen dann in Neapel aufgelaufen war. Wahnsinn. Ja, das ist schon irre. Ganz toll. Klaus, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir weiterhin noch viel, viel Erfolg, viel, viel schöne Spiele. Vor allen Dingen bleib gesund, das ist ja die Hauptsache. Ganz genau. Und alles Gute weiterhin. Nicht? Danke. Dankeschön. Danke auch. Gerne. So, meine Damen und Herren, da haben wir wieder einen erfolgreichen Fußballer wieder mal gehabt, denn nächste Woche haben wir mal wieder eine Dame und zwar Adriana Thesen. Adriana Thesen ist die neue Leiterin der VHL und sie ist zwar
Bulgarin, aber sie hat eine ganze Menge nachzuweisen, was sie schon alles in dieser Art und Weise geleistet hat, um diese Position ausfüllen zu können. Freue mich auch drauf, mal ein ganz anderes Thema, wenn Sie dann dabei sind. Würde mich auch freuen und sage, bis dahin bleiben Sie gesund, schönen Abend noch und tschüss.